Auch wenn die Pikmin in der Cutscene im Gift stehen, denen tut das nicht weh, weil die Cutscene so programmiert ist. Und das bedeutet, Sub Level 5, Weißer Garten, und das bedeutet, dass wir, wenn wir jetzt eine gefährliche Höhle haben und zum Ende müssen, nicht zwingend mit dem Pikmin dorthin gehen müssen, auch wenn dort eine Gefahr direkt davor ist. Das gilt auch für Flammen oder ähnliche Scherze. Wir sind schon bei der letzten Ebene angekommen. Okay. Ja, sieht ja bis jetzt noch... Oh nein, ich weiß, was jetzt kommt. Ja, ich weiß, was jetzt kommt. Das wird meinem Neffen zum Beispiel unglaublich gut gefallen. Das habe ich, glaube ich, schon mal bei dem Toad-Let's Play gesagt, dass er diese Art von Kreatur nicht so mag. Olimar, du passt bitte auf alle Kleinen auf. Auf alle Kleinen auf, danke. Louis, du gehst mal kurz vor. Richtig, das habe ich nämlich wieder in Erinnerung zurückgerufen. Die sind ultra nervig und ich glaube, ich würde sagen, wir versuchen das mal mit diesem Ultra-Motivier-Spray. Yeah! Way! Erstaunlich! Die Köpfe der Pikmin leuchten! Sie wirken plötzlich extrem aufgeregt. Das Ultra-Motivier-Spray scheint Geschwindigkeit und Angriffskraft der Pikmin zu erhöhen. Was für eine großartige Entdeckung! Richtig, so, und jetzt hoffe ich mal, dass er gleich mit seinem Kopf hängen bleibt. Richtig, und jetzt können sie ihn nämlich ganz schön ordentlich vermöbeln. Und ich glaube, er lässt nämlich auch mit dem Angreifen ab, wenn er zu viel Schaden in kurzer Zeit kriegt. Yep! Sehr schön, und die verlieren zwar jetzt ihre Blätter im Kampf, aber es ist nicht so schlimm. Ja gut, das war's. Ah, perfekt. Die Dinger wachsen ja nach. Insofern, das war ordentlich. Sehr gut, und ihr könnt gerne alle ran. Und wir haben wieder einen speziellen Schatz. Übrigens, in dieser Zeit läuft trotzdem das Motivier-Spray weiter. Das ist ziemlich gemein, solange die sich bewegen. Gut gemacht, Captain Olimar. Sie haben dieses abstruse Vogel... Sie haben diesen abstrusen Vogel-Schlangen-Hybrid besiegt. Oh nein, sagen Sie bloß... Dieser Schatz befand sich im Inneren dieser Bestie, nicht wahr? Er hat ein bisschen was dagegen, habe ich das Gefühl. So, tragt das mal ganz schnell, solange noch das Motivier-Spray wirkt. Die ersten hören schon auf. Ja, solange die das tragen, ist das echt cool. So, jetzt haben sie es zwar noch und das Spray ist zu Ende, aber wir können wenigstens den Kopf für nicht teuer Geld verkaufen. Ja, wir haben ein paar Blätter dabei, aber das ist okay. So, wie viel bringt uns denn der Spaß? Nur 10, das war ja ein Griff ins Klo. Und wie viel bringt uns dieser tolle Handschuh? Na? 100, na, das klingt ja schon besser. 5-Mann-Schlafsack. Ich liebe diese Namen. Dieses Material scheint sehr komfortabel zu sein. Ich werde damit den Lieblingsschlafsack unseres Bosses flicken. Saumprüfung abgeschlossen. Kreuzstich erfolgreich. Der Schlafsack ist bereit. Sollten Sie über ein unbenötigtes Zeitintervall verfügen, drücken und halten Sie X, um ein Schläfchen zu machen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was das für einen Nutzen hatte. Aber wir können uns jetzt quasi hinlegen. Mit beiden. Aber ich glaube, das ist gar nicht so sinnvoll gewesen. Ich glaube, das hat auch nichts gemacht. Das hat weder geheilt noch irgendwas. Und man kann es diesmal auch nicht für diesen Bug benutzen, dass man keinen Schaden bekommt, wenn die Monster einen angreifen. Darum weiß ich gerade gar nicht mehr, was das für einen Nutzen hat. Und das fiel mir übrigens ein, dass es das noch gibt, als ich angesprochen habe, ob man sich noch hinlegen kann. Mir fiel im selben Moment ein, dass es das als Item gibt. So, einmal noch das. Ja, und einmal das. So, und dann möchte ich euch bitte jetzt alle einmal zum Knäuel machen und hier durchführen. Sehr gut. Machen wir das mal noch hier. Ich glaube, wir haben euch wieder alle verblütifiziert. Ja, sieht gut aus. So, und dann würde ich sagen, da die Pikmin hier schon singen, springen wir wieder an die Oberfläche. Yep. Und können jetzt hier eine Wand einreißen, da wir jetzt die weißen Pikmin bei uns haben. Wunderbar. Schön. Und wir sind wieder reich. Yay. Höhle erforscht. 7 Schätze von 7 Schätzen. Und Fähnchen rein. Perfekt. Und speichern, natürlich. Wald des Erwachens. Ich bin gespannt, ob jetzt die Bären nachgewachsen sind. Das wäre eigentlich cool. Vielleicht gibt es auch noch was Neues, was ich zeigen kann. Danke sehr. Die ersten sind gleich wieder bei uns. Schön. Na,
Da war noch ein Spätzünder. Okay, kommt mal bitte alle mit. Ist es hier schon so weit? Ah, jetzt sind die schon wieder da. Danke sehr. So, wie sieht's denn aus? Nee, die sind auch tatsächlich noch nicht gewachsen. Ach so, ja stimmt, in der Höhle vergeht ja auch die Zeit nicht. Jetzt vielleicht, Moment. Da kam doch gerade ein übelst krasses Geräusch, was war das? Oder sind die Pflanzen einfach gerade nur größer geworden? Das kann natürlich auch sein. Ich hätte gehofft, sie haben jetzt schon bereits ihre Beeren bekommen. Wir machen erstmal diese Wand weg, weil ich keine Ahnung habe, was so genau dahinter wartet. Habe ich total vergessen. Ihr macht mal das, während ich mit den letzten Weißen noch die andere da hinten einreißen werde. Wobei ich natürlich jetzt eine ziemlich sinnvolle Anzahl rüber geschafft habe. Aber da ja eh beide Wände einreißen müssen, ist das jetzt nicht so schlimm, dass bei der einen weniger sind. So, wir machen mal ganz vorsichtig. 1, 2, 3, 4. Okay, das war's. Dann würde ich sagen, die anderen beschäftigen sich jetzt wieder mit der Herstellung des Ultra-Motivier-Sprays und mit ein bisschen Nachzucht. Weil dadurch, dass wir jetzt schon wieder rote verbraucht haben... Ah, da haben wir es. Sehr schön, endlich. Na gut, okay, nee, ich schicke euch mal hoch, weil ich glaube, ihr kriegt das sonst nicht hin. Seht ihr die? Die kleinen frechen Typen sind ziemlich kacke zu unseren Bären. Darum müssen wir die ein kleines bisschen verprügeln. Die Bären fressen... Quatsch. Die Raupen fressen die Bären. Ziemlich uncoole Typen. Sieht doch aus, als ob die noch immer leben. Das finde ich am widerlichsten eigentlich bei denen. Tun sie aber übrigens nicht. Die bringen halt jetzt ein paar kleine Pikmin. Wenn wir zu lange warten, fressen die halt immer die gesamte Bärenernte weg und die kommen immer wieder. Das heißt, die Bären können wir nicht ansammeln oder so und unsere Pikmin sind manchmal auch ein bisschen zu deppert, von alleine hochzugehen und besiegen die auch nicht. Die schmeißen die eben nur runter. Könnte ein bisschen blöd enden. Die Raupen kommen auch nur aus dem Boden, sobald die Pflanze überhaupt, wow, überhaupt irgendwelche Anzeichen von Bären zeigt. Ich werfe noch einen dritten rüber, weil ich das Gefühl habe, dass wir das wieder zu zweit dann tragen. Okay. Das werde ich dann später machen. So, wir machen euch mal kurz weg. Und tragt euch auch mal weg. Danke. Oh, da war noch einer. Das habe ich nicht mal mitbekommen. Gut, dann kommt immer wieder mit. Wir haben, wie es aussieht, auch gerade nichts mehr hier in der Nähe. Das heißt, wir werden uns dann wieder zu den anderen gesellen. Okay, wunderbar. Nun denn. Ihr habt wieder viele neue kleine Pikmin gemacht. Das ist sehr gut. Wir warten mal noch auf die zwei kleinen Nachzügler und dann besuchen wir wieder die Weißen, weil die sollten dann in dem Moment auch schon relativ weit sein. Ist ein bisschen ärgerlich, dass die das alleine machen müssen. Das ist wirklich ärgerlich. Ich meine, die Wand einreißen oder so, das wäre ja kein Problem gewesen. Sie hätten ja vorher einfach die Giftdinger machen können und nicht die Giftteile genau in die Wand, aber nun gut. Man möchte es einem ja auch nicht zu einfach machen. Oh, ich könnte allerdings auch noch einmal Bären sammeln. Moment, wie viele sind immer dran? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Das sollten die eigentlich allein hinkriegen. 1, 2, 3, 4, 5. Wer schiebt uns denn? Louis, hör auf mit so einem Quatsch. So, die sammeln jetzt unsere Bären zusammen. Da oben ist noch ein Schatz, an den komme ich aber nicht ran ohne die gelben. Die haben die erste Wand sogar schon eingerissen. Sehr gut. Ich werde dann mal... Werde ich den Käfer besiegen? Ich weiß halt nicht, ob das von Nutzen ist, weil bisher komme ich eh nicht da durch den Stromzaun. Ah, Mist. Ich glaube, das ist fast schon Zeit für einen kleinen Speed-Up. Okay. Na denn, weiße Pikmin macht mal ein bisschen schneller. Ah, wunderbar. Und da haben sie es geschafft, die olle Wand einzureißen. Und die Giftdinger sind nun auch kein Problem mehr. Sehr, sehr schön.